wenn ihr das versteht. So ein bisschen, ja, so, dem ist mehr so, da gibt es keine so wirklichen, der ist nicht wirklich so, gibt es keine wirklichen Regeln so, also, Verhalten da ist, ja. Wie dem auch sei, der würde auch zu sagen pflegen, wenn, es ging zum Beispiel ums Bier. Und da würde er sagen, wenn ihm jemand an sein Bier kommt, du Trautl, du Depperter. Das wäre jetzt mehr so ein bisschen der Tiroler Dialekt, Trautl. Trautl, du Depperter. Trautl, du Depperter. Was so viel bedeutet wie ein Trottel, das gibt es ja auch im Deutschen, nehme ich jetzt mal an. Trottel. Und Depperter heißt einfach nur deppert. Dumm. So wie Deppy Dave, weil ich deppert bin. Deppert. Einfach deppert. Das ist nicht schwer. So. Kann man auch so verwenden. Jetzt wird's mal. Jetzt wird's mir zu blöd mit euch. Zu deppert mit euch. Na gut. Das wäre das. Ein bisschen Kultur quasi von Österreich jetzt euch mitgegeben in diesem schönen Let's Play, anstatt von irgendwelchen unschönen Themen zu reden, reden wir einfach mal über was Positives, über Kultur. Das hat doch was, das finde ich toll, finde ich schön, das hat was, müssten wir glaube ich öfters machen. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Wofür hier, hat sich sogar gerade gereimt. Das ist natürlich auch toll. So, toll, ist die auch kaputt. Alles kaputt. Oh, du lieber Augustin, Augustin, Augustin. Oh, du lieber Augustin, alles ist hin. Spitzhacke hin, Schaufel hin, Axt hin. Fackel hin. Oh, du lieber Augustin, alles ist hin. Wer kennt das, dieses Lied? Beziehungsweise, wer kennt das noch? Ich nehme an, dass das jeder kennt, das Lied. Sollte ich jetzt irgendeinen Augustin angesprochen haben, liebe Grüße an dieser Stelle. Freut mich. Das ist, Augustin ist ein toller Name. Und hab noch viel Spaß in deinem Leben. Freut mich, dass du in das Video gefunden hast. So, Moment. Zack, 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 zack. Sehr musikalisch das Video heute. Und vor allem ist wirklich ein seriöser Kern dahinter. Zumindest in gewisser Weise. Trautl, du Depperter. Das muss ich jetzt hier ausbauen. Moment. Das geht so. Jetzt holen wir uns hier noch... Pflänzlinge. Ich glaube, ich taufe die Pflänzlinge um. Das sind, ab sofort sind das keine Setzlinge mehr, sondern Pflänzlinge. So, zack, 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 zack. Und Samen will ich nicht sagen, weil das klingt sofort wie so... Sie hat Samen gesagt. Au, oh, meine Zunge. So, jetzt sparen wir uns den, glaube ich, mal ein. Ein bisschen sparen. Hey, aber hier... Hey, genau, hey. Hey. Man sagt im Österreichischen, sagt man, hey, Alter. So wie, hey, Alter. Hey, Alter. Schau dir das an. Hey, Alter. Tom rutscht mir das manchmal raus. Hey. Und dann sage ich, hey. Dann will ich das vermeiden, aber jetzt hier so, wenn man gerade darüber spricht, dann kann man es eigentlich lassen. Ich glaube, ich lasse auch den Baum hier. Der schwebt dann hier so schön. Können wir uns ein Baumhaus bauen. Und uns des Lebens freuen. So, das sieht jetzt, okay, naja, gut. Das geht eigentlich, es geht, 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 geht. Also nicht wundern, hey ist einfach, hey, hey, weather. Gibt er das?
gib dir das, Alter. Hey, Alter, gib dir das. Alter Schwede, es ist schon wieder 10 Minuten nach 1 Uhr. 1 Uhr am 18. April 2015. Wahnsinn. April. Lustig. So. Jetzt muss ich mal überlegen. Muss ich mal überlegen. Wie weit ich das denn nämlich mache, weil... Ich denke, ich mache jetzt hier einfach mal so ein bisschen einen Einschnitt. So, gut. Zack. Den Baum will ich eigentlich nicht mehr erwischen. So, hier, zack. Zack. Da führt wahrscheinlich eh sowieso kein Weg vorbei. Ich weiß jetzt nicht, ich mache hier mal ein bisschen so... Ich mache das jetzt ein bisschen rustikal. Sehr rustikal. Hier kann man dann eigentlich auch wieder... Jetzt mache ich hier so einen Trick 17. Cheater! Passt sich aber trotzdem an. So, sehr toll. Den lasse ich jetzt mal stehen, obwohl ich nicht weiß, ob der stehen bleiben kann. Nee, der kann auf keinen Fall stehen bleiben. Das geht nicht! Das kommt gar nicht in die Tüte. Sehr ungewöhnliche Bäume, ist aber egal. So. Ich würde sagen... Ja, genau, das würde ich sagen. Nee, da holen wir uns wieder mal den hier. Und den hier. Zack. Tja, das passt ja eigentlich ganz gut so hier. Trotzdem bin ich mit dem nicht so einverstanden. Das sieht mir irgendwie ein bisschen zu künstlich aus. Die sind zu hoch und sehen einfach zu künstlich aus. Da muss man ein bisschen nachpflanzen und dann sieht das besser aus. Wir haben ja genug Setzlinge, so ist es ja nicht. So, hier, zack. Der geht sich wahrscheinlich nicht aus. Hier, so, zack. So, das kann man jetzt, glaube ich, sogar anbieten. Dieses Ambiente kann man anbieten. Hahaha. es ist einfach, es hilft nichts. Nichts ist gut. Kein einziger Witz ist gut. Hier ein bisschen abschleifen. So, fertig. Dann kann man das hier sogar lassen. Kann man hier anbieten. So, und dann kann man hier schön runterschlawenzeln. Das hat was. Und hier unten natürlich dann eine schöne Propaganda, hätte ich jetzt schon fast gesagt. Promenade. Ich mache jetzt schon Propaganda für die Promenade. Jetzt müssen wir uns aber dann beeilen mit unserer Promenade. Weil sonst haben wir ein Problem. So, und jetzt natürlich... Damit ihr nicht nur lernt, wie man das sagt, sondern auch schreibt. Ich lerne euch jetzt mal... Moment, ja. Feststellt hast du, okay. Du Trottel, du Depperter. So, genauso würde ich das sagen. Und jetzt du Hund, du Züchter. Also man merkt, es ist ziemlich viel mit Ö. Und ziemlich viele Mitlaute treffen auf andere Mitlaute. Einfach so Abkürzungen. Naja gut, wisst ihr was? Ich bin ganz ehrlich, ich bin schon so... Ich bin schon sehr hungrig, das auch. Und ich bin vor allem jetzt... Ich lasse das jetzt hier mal sein, weil jetzt... Jetzt möchte ich mal anfangen und das ausprobieren, wie das funktioniert mit der Uferpromenade. Den Rest können wir ja das nächste Mal machen. Das müsste man aber vom Fenster aus schon sehen, glaube ich.
das nächste Mal möchte ich auf jeden Fall auch schon ein bisschen mal anfangen, hier so Schweine zu züchten. Das wäre mal toll. Ich glaube, unser Klappenplatz wird knapp. Wisst ihr was? Dann packen wir das hier rein. Das kommt hier rein. Nehmen wir auch mit. Fuck. Okay, ich trage das jetzt einfach mal rauf, die Mutter Erde. Ein bisschen was brauchen wir schließlich im Lager. Da geht auch ein bisschen Zeit flöten. Dann hören wir einfach mal ein bisschen früher auf. Oder wir die Promenade. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie bin ich tatsächlich ein bisschen überarbeitet von dieser Terraforming. Das ist sehr anstrengend. Müsst ihr zugeben, es tut mir leid, aber es ist einfach sehr, sehr anstrengend. Deshalb muss ich jetzt mal was anderes machen, weil sonst überarbeite ich mich noch. Oh mein Gott. Oh, ernten müssen wir dann auch wieder mal. Nein. Ich will nicht so viel Getreide haben. Oh. So, Mutter Erde ist da hinten. Mutter Erde. Zack, 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 zack. Sehr schön, dann ist hier auch wieder ein bisschen aufgefüllt. Holz, Holz, Holz. Ich gebe euch den halben hier rein, ist ja egal. Ah, Cobblestone, Cobble, Cobble, Cobblestone. Den Rest haben wir eh unten in der Kiste. Zack, und... Ah, hier sind die ganzen Karotten. Zack. Holz ist hier auch. Komisch. Ich setze jetzt einfach mal hier dazu. Fertig. Und dann würde ich sagen, beginnen wir einfach mal ganz, ganz, ganz frech mit der Promenade. Von hier sieht man das gar nicht so gut. Da dürfte man das dann sehen. Hui! Okay, das war dumm. Zack, 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 zack. Hui, hui. Schön. So, jetzt brauche ich natürlich eine Crafting-Box und vor allem viel, viel Cobblestone. Nein, huh. Glück gehabt. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesen österreichischen Wörtern ein bisschen belustigen und die österreichische Kultur näher bringen. Zumindest ein bisschen. So. Währenddessen ertönen hier im Hintergrund wieder schönste Hymnen von Destiny. Wie mache ich das denn jetzt am besten? Eins noch. So. Das heißt hier immer drei. Dann würde ich sagen, ja, okay, hier. Ich habe eine Schaufel. Die kann ich auch benutzen. Hier auf jeden Fall. Und ich würde sagen, dann da drüben auch. Wenn wir schon hier eine setzen, dann kommt auf jeden Fall hier eine rein. Das ist ein bisschen zu weit, finde ich. So, hier. Und hier. Und hier. Und hier in die Mitte. Und das reicht. So, zack. Oh, hallo? Ich bin einfach zu dumm. Ich bin zu dumm dafür. So, das Prinzip liegt jetzt darin. Wie weit setzen wir das denn jetzt? Ich mache das jetzt mal bis... Hier auf jeden Fall kommt auch noch einer rein. Hier. Damit ihr das mal seht. So, dann kommt hier quasi so eine Abtrennung.